Am 25. August fand im Zürich Marriott Hotel der Deutschland-Workshop statt. Gegen 50 Aussteller aus dem Reiseland Deutschland waren vor Ort, um den rund 80 Fachbesuchern ihr touristisches Angebot vorzustellen und über aktuelle Neuigkeiten und Trends zu informieren. Die bereits seit vielen Jahren etablierte Plattform findet im Zweijahresrhythmus statt und erfreut sich bei Fachbesuchern wie auch Ausstellern großer Beliebtheit. Es ist eine Plattform, wo wir eben direkt den persönlichen Kontakt auch pflegen zwischen hier den Multiplikatoren, den wichtigen im Markt für den Deutschlandtourismus, aber auf der anderen Seite eben den vielen deutschen Partnern mit ihren vielfältigen Angeboten. Und sie erfahren immer wieder was Neues hier. Und dieser persönliche Kontakt, das heißt gerade eben dieser Bedarf auch dazu, freundschaftlich und vertrauensvoll eine Geschäftsbasis aufzubauen, ist auch im Zeitalter der Digitalisierung nach wie vor sehr wichtig. Der Workshop hier in Zürich ist für uns aus dem Grund interessant, weil wir einfach den direkten Kontakt zu Veranstaltern, zur Presse, die im entsprechenden Reisebereich auch aktiv sind, den direkten Kontakt pflegen können. Hier hat man einfach die Möglichkeit, doch direkt Wünsche aufzunehmen und entsprechend Programme auszuarbeiten, sodass dann auch eine direkte Partnerschaft und eine Win-Win-Situation für beide Seiten entstehen kann. Der Schweizer Markt ist der zweitwichtigste Auslandsmarkt für uns. Das heißt also, das ist schon sehr, sehr entscheidend. Wir haben viele Schweizer. Das liegt auch daran, dass wir ein hochwertiges Kulturprogramm haben und dass wir auch eine wunderschöne Bäderstadt sind. Und das ist auch das, was beim Schweizer Publikum sehr, sehr gut ankommt. Von diesem Workshop erhoffen wir uns vor allen Dingen natürlich neue Kontakte zu knüpfen, unsere eigenen Themen zu platzieren, herauszufinden, welche Themen im Schweizer Markt noch interessant sein könnten, wo sind wir noch nicht so stark vertreten. Und das Ganze ist uns so wichtig, dass wir hier auch gleich verstärkt auftreten. In dem Sinne, denn neben uns als Thüringer Tourismus GmbH finden Sie auf diesem Workshop auch die Weimar GmbH, den Städteverein. Und auch Erfurt Tourismus. Und ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt und können diese sehr persönliche Atmosphäre, die dieser Workshop im Gegensatz vielleicht auch zu anderen Messen bietet, optimal ausnutzen, weil wir auch für unsere Kontakte quasi gut aufgestellt sind und unser Interesse oder unser Herzblut halt auch verkörpern können vor Ort. Also meine Aufgabe ist es vor allen Dingen, Brandenburg im Ausland darzustellen. Und die Schweiz ist der drittstärkste Markt für uns. Und die beiden stärksten sind nicht deutschsprachig. Insofern ist die Schweiz für uns ein ganz elementar wichtiger Markt, weil wir alle unsere Themen auch 1:1 sprachlich hier platzieren können. Und die Zahlen auch von Jahr zu Jahr steigend sind in Brandenburg. Deutschland ist für uns das Reisenland Nummer 1, also ist die wichtigste Destination. Von dem her ist der Workshop einfach eine tolle Sache, weil man wirklich auch viele Inputs wieder kriegt, die man da sammeln kann. Es sind einfach alle Regionen gesammelt da. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, weil man wirklich Zeit sparen kann. Gerade an anderen Messen, jetzt zum Beispiel ITB, ist immer großes Tohuwabohu, großes rumgelaufen, und da ist einfach mal eine entspannte Möglichkeit, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und Neuigkeiten zu erfahren. Also Deutschland hat bei uns sehr eine grosse Relevanz. Wir bieten sehr viel Deutschland an und im Ganzen ist sicher etwa 30% von unserem Umsatz. Ja, ich glaube, ich nehme schon an dem Workshop-Teil sitzen gibt. Also es ist irgendwie ein fester Bestandteil bei mir im Sommer, wenn es stattfindet, dass man da hingeht. Unsere Mitglieder lieben Deutschland. Es sind kurze Wege. Es gibt so viel, was nicht bekannt ist, wo man sich jetzt wagt, dort hinzugehen und das zu entdecken. Also wirklich etwas ganz spannendes Thema. Dankbares Landpreisleistung, was stimmt. Das Reiseland Deutschland ist das Nummer 1 Reiseziel, Auslandsreiseziel der Schweizer. Es ist der wichtigste Auslandsmarkt. Grundsätzlich wächst Deutschland seit Jahren hervorragend. Das macht eben das vielfältige Angebot aus, das wir haben. Wir sind dafür da, dieses auch zu kommunizieren in den Auslandsmärkten, in denen die DCT vertreten ist. Und das ist mit dem Erfolg sehr, sehr gut gelungen. Und dem Wachstum sehen wir auch weiterhin sehr zuversichtlich entgegen.